Sie fragen, ich antworte. Ja. Was sind denn die neuen Trends 2011? Was würden Sie sagen, ist dieses Jahr ganz besonders und kommt auch sehr gut an? Na gut, natürlich spreche ich gerne für unsere Unternehmen hier und der Zeitgeist ist eindeutig, so wie wir es sehen, auf den asiatischen und japanischen Produkten und derer haben wir auch einige hier im Programm. Also wir haben zum Beispiel ein holländisches, ein niederländisches Unternehmen, das beschäftigt sich hauptsächlich mit japanischen Papieren und wir machen Schiebesysteme, Rollosysteme für die Fensterdekoration, für Raumteile, Wandverkleidungen. Diese Papiere werden akzentuiert mit Aluminiumstreben, Chromstreben oder auch mit verschiedenen Hölzern und Sie können unterschiedliche Papiere miteinander kombinieren. Wenn Sie sagen unterschiedliche Papiere, kann ich mir da ganz aussuchen, was für welche? Schauen wir es uns vielleicht mal aus der Nähe an. Kann ich mir da überhaupt aussuchen, was ich für ein Papier nehmen möchte? Da gibt es ja verschiedene Muster und ich kann dann daraus wählen. Ja, also die Papiere sind alle laminiert, sie sind geschützt, pflegeleicht dadurch, sonst könnten wir sie auch nicht verarbeiten, weil wir müssen natürlich Systeme daraus machen, die den westlichen oder modernen Gegebenheiten passen. Und Sie können aus einer Auswahl von über 40 Papieren sich die Papiere raussuchen, die Sie brauchen und auch aus einer Auswahl von über 15 verschiedenen Strebenformen. So kann man sich eigentlich sein individuelles Produkt für die eigene Gestaltung zusammenstellen. Und wie ich das sehe, kann ich mir das auch so groß und so lang machen lassen, wie ich möchte, oder? Ja. Nachdem das ja zusammengestückelt wird. Ja, also wir können selbst im Objektbereich Höhen bis zu 8 Meter abdecken. Genau, und in den Breiten sind wir begrenzt auf das Papier. Das heißt, bei 2,44 Meter ist dann definitiv Schluss. Aber das ist schon sehr breit. Und für den Wohnbereich geht man ja in Bereiche, gerade im Panelbereich, zwischen 60 und 150. Das ist das, was man maximal macht. Ja, des Weiteren haben wir, wenn wir uns umdrehen, ein Produkt, was auch sehr geradlinig ist. Ist auch ein deutsches Produkt. Diese Stolle als ein System, wobei Sie unterschiedliche Regalböden einsetzen können und auch ein System haben, wo Sie sehr leicht verändern können. Das heißt, Sie können ganz leicht Glasböden nehmen, können sie verändern. Somit haben Sie eine sehr variable Gestaltung und können jederzeit umdekorieren, ohne dass Sie jetzt einen großen Aufwand haben, dass Sie große Elemente wieder versetzen müssen, die Montage bleibt. Aber lediglich die Glasböden können Sie verändern. Das Ganze kann man illuminieren, hier zum Beispiel auch mit einer Halogenbeleuchtung. Das akzentuiert natürlich das Ganze auch von der Rückwand her. Hier drüben, man kann zum Beispiel Lösungen finden, wie in den Garderobenbereichen. Da wird auch mit LED schon gearbeitet, damit man da auch ein bisschen Gestaltungselement hat. Das heißt im Grunde genommen, alles, was ich von Ihnen brauche, sind diese Streben hier. Genau. Und dann kann ich mir aussuchen, ob ich daraus eine Garderobe machen möchte, ein Schuhregal oder ein... Ja, Dekoregal. Genau. Also die Möglichkeiten sind so vielfältig, von Ladengestaltung, Bürogestaltung bis über in den ganzen Home-Bereich. Jetzt sehe ich hier, es gibt auch verschiedene Farben von diesen mittleren Stollen. Welche Farben gibt es denn da zum Beispiel? Oder was kommt da besonders gut an? Ja, natürlich die Trendfarbe ist natürlich ein Silberanthrazit. Das haben wir ganz hinten auf der anderen Seite. Die Kernbuche als natürliches Material auch. Ich denke, gerade in Österreich ist das mit Sicherheit ein Material, was gerne genommen wird. Ansonsten gibt es Schwarz, Weiß und Braun. Das sind die drei Farben, die es auch noch hier im HDF-Bereich gibt. Man kann allerdings auch, das muss man dazu sagen, jede Farbe auch lackieren lassen. Sobald auch diese Lisenen sind nachher nachlackierbar. Also man kann sich eigentlich eine Farbe auch im Rahlbereich zusammenstellen. Das geht. Das heißt, ich kann es mir ganz eigen gestalten, wie ich möchte, nach Form, Farbe und Lust. Dann haben wir die Leuchten von der Firma Usus, auch ein deutsches Unternehmen. Diese Leuchten sind mit Kaltspiegelreflektor und zum Beispiel auch mit einem Touchdimmer ausgestattet. Das heißt, Sie können einfach über den Händedruck das Licht verändern. Sie können es ausschalten und anschalten. Das geht hervorragend. Aber auch die neue LED-Technologie, die LEDs, sind hier eigentlich auch schon sehr schön umgesetzt, gerade im Stehleuchtenbereich zum Beispiel als Leseleuchte. Na, die Was Licht macht denn die LED-Technologie aus? Warum ist denn die eigentlich vom Vorteil? Ja gut, in erster Linie muss man dazu sagen, dass sie eigentlich Strom sparen, dass die Lebensdauer sehr, sehr lang ist, dass es mittlerweile auch nicht mehr dieses kalte Licht produziert, sondern dass wir natürlich schon in den Warmlichtzonen arbeiten. Und damit ist das LED oder die LEDs auf jeden Fall sehr interessant für den Wohnbereich geworden. Und man merkt auch, dass der Trend darauf hingeht, dass die ganzen Marken sich mittlerweile auf LED spezialisieren und das wird kommen, ganz klar. Was haben denn diese Bänke Besonderes an sich? Also die Bänke sind eigentlich natürlich, wenn man jetzt drauf guckt, könnte man sagen, oh, das ist sehr japanisch. Mhm. Das hat auch ein bisschen den Ursprung, denn dieses Banksystem kann man adaptiv zusammenstellen. Das heißt, wir haben eine Bank, die hat ungefähr 40 cm Breite, aber ich kann alle Bänke zusammenpacken und bekomme eigentlich auch eine Bettfläche. Und das haben wir natürlich schon ein bisschen symbolisiert, indem wir natürlich so einen kleinen Futon hier draufgelegt haben. Das schafft eine Bettfläche. Wie schläft sich da drauf?
Also mit dem Futon würde ich sagen, schlafen Sie nicht lange gut, das ist eigentlich mehr ein Gästebett. Sie müssten dann schon natürlich... Die Gäste, die man nicht so gerne genau, hat. Genau, die bleiben dann hoffentlich nur eine Nacht. Aber mit einer richtigen Matratze bekommen Sie eine richtige Liegefläche und natürlich auch eine Atmung, weil natürlich die Sprossen die Feuchtigkeit nach unten auch noch weggeben können. Und das unterstreicht eigentlich so ein bisschen diesen asiatischen Lebensstil.